nada me hace reír. So Leute, wir stehen jetzt in Frankfurt am Flughafen. Und wo fliegen wir hier hin? Oh, nach Costa Rica zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir sind alle gar aufgeregt. Die Leute stehen hier. Kannst ja mal umschwenken. Da stehen sie alle. Und was machen wir jetzt? Wir warten jetzt einfach auf unseren Flug. Ja? Ja, aber wir trinken noch ein bisschen. Ja, wir trinken was. Wir müssen gucken, dass wir die Koffer abgeben und wenn die weg sind, dann haben wir Zeit. Und dann trinken wir was und wir lassen euch dabei. Wir holen euch dazu. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir alles ingecheckt. Die Jungs schlafen doch ferner schon. Und jetzt gehen wir erst mal was essen. Wenn der Flieger losgeht, hole ich euch nochmal dazu. Bis gleich. So Leute, jetzt hocken wir im Flieger. Jetzt geht's gleich los. Schauen wir mal. Ich hole euch ein paar Minuten zu. Mal schauen, wie gut mein WLAN ist. Oder besser gesagt, wie das WLAN im Flieger ist. Später. Pearl Team is on the road. Erster Flug. Genau. Und zwar, ich schalte gerade mal rum. Wir waren mal beim Alamo. Und da hinten holen sie jetzt unsere Autos. Und dann suchen wir uns mal noch was zum Inkaufen, zum Essen. Und dann. Der Papa hat Hunger und Durst, Durst. Durst. Ja, da steht unser ganzes Gepäck. Ja, warten wir mal ab. Estamos vibrando. Ja, sag mal im Sattel und fahren jetzt unser Auto hole. La vida es una, sigue disfrutando. Se acaba el tiempo, pero lo gozamos. Einen schönen guten Morgen. So, wir sind jetzt mal unterwegs. Wir gehen jetzt mal was frühstücken. Ich schalte gerade mal um. Da gucken wir mal, wo fein sind die Jungs. Ich blende gerade mal überall rum da. Also wir sind irgendwo so an so einem großen Kaufhaus. Schauen wir mal, ob wir was finden. So, jetzt sind wir mal auf dem Weg auf das Gelände. Oh. Oh, ein bisschen ruckelig hier. Schau mal, alter Verwalter. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. So, alter Schwede. Alter. Und da sind wir gekommen. Wir auch. So, das ist jetzt das Gelände. Das ist ja mal geil.
Ja, wir spielen auch demnächst in Österreich, oder? Ja? Da steht noch ein anderes Team. Fett. Jo, was willst du denn? Die Bergsteigen. So, ich stehe jetzt mit Mario da, beim Team und ich. Und wir laufen jetzt auf den Platz. Und du musst ja den ganzen Platz mal an. Dass wir wissen, wo wir hin müssen, was wir machen müssen, wo wir es abgeben müssen und wo unser Platz ist. Kommen wir einfach mal mit. Sind wir mal unterwegs, hier Party zu machen, weil wir haben ja noch 2 Tage, die Jungs sind noch alle fit, alle gar. Da sind noch andere Teams. Mexiko, Chile, Deutschland, Argentinien. Ihr seht ja, es wird gerade noch gerichtet ohne Ende. Es hat die letzten 2 Tage hat's gepisst ohne Ende. Und wir sind jetzt auch auf dem Platz.
und versuchen mal unser Platz einigermaßen herzurichten. Wir sind da auf unser Platz und wir werden heute, wie gesagt, alles aufbauen, dass wir für morgen alles haben. Wir werden heute auch ein bisschen grillen und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Jürgen, hast du auch noch etwas? Gerade mit der Heilbronner Stimme am Schreiben. Also da kommen wir noch einen kleinen Beitrag, wie unser Platz aussieht, um unsere Homies draußen zu informieren. Und ja, sind wir mal gespannt, wie alles wird. Ihr habt, glaube ich, schon gesehen, hier ist immer noch ein bisschen in der Vorbereitung. Also, aber das ist ja also pura Vida, das ist eben ihre Lebenseinstellung und ich glaube, das wird richtig geil. Also seid gespannt. Genau. Da seht ihr nochmal. Alles auf dem Aufbau, Freitag, wie gesagt, da kommt jetzt wieder LKW, der wird aufgebaut, absolut brutal, was hier abgeht. Jetzt schaut ihr mal diesen Grill an. Wir haben einen ganz normalen kleinen Grill und die Einheimischen grillen mit so etwas. Das ist das, was ich gemeint habe, dass man mal sieht, wie schwer es wir haben. Darum, wenn wir sagen, Platz 20, 25 ist da wirklich genial, wenn wir das erreichen. Weil das ist ja ein Monster. Ja, da ein Spanferkel drauf machst, wird es richtig geil. Aber wir geben unser Bestes. Da kriegen wir jetzt nochmal unser Platz gemacht. Weil der war ein bisschen uneben. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo. Oh, Leute, ein bisschen haben wir schon aufgebaut. Ein kleines Gefühl haben wir schon. Und ja, natürlich müssen wir jetzt die ganze Equipment bekommen, aber so ungefähr soll es aussehen. Deutschlandflaggen, Piratenflaggen. Und ich würde sagen, ja, schauen wir mal. Gehen wir mal kurz rum. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Noch viel Arbeit. Also müssen Sie da draufstellen. Auf geht's! Jalla! Jalla! So Leute, wie ihr seht, ein paar Teams sind jetzt schon da. Manche kommen erst heute noch zum Aufbauen. Heute muss ja alles aufgebaut werden. Wir sind auch noch nicht fertig, aber mal ein kleines Zwischenfazit, wie es vorhin ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht. Wir sind noch nicht fertig. Was wir gefunden haben mit Zufall, hinterm Haus waren Gebäude, wo wir Steine bekommen haben für unsere Grillstelle, für das Spanferkel. Dann haben wir ja jetzt schon 3 Grills bekommen, einer fehlt jetzt noch. Hier haben wir schon mal die 2 Smoker. Hier der Kugelgrill. Muss man halt nehmen, wenn man nichts aus Deutschland mitbringen kann. Tisch haben wir auch schon etwas aufgestellt, aber wir sind noch nicht fertig. Das heißt, ja, wir sind noch kräftig dabei. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, ich hole euch da mal wieder dazu für Zwischenfazit. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote en el tequila ahogando. Ja,
Muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañando. Ok, durante el proceso de cocción es permitido el uso de papel mantequilla, no como para, no como encima, sino como envolviendo. Entonces también pueden usar papel mantequilla. Leute, das Team-Meeting ist jetzt fertig. Wir bereden jetzt noch kurz, was wir machen. Die Leute bereden alle gar, was sie machen, weil es wurde viel erklärt, viel nochmal verändert. Wenn man schaut, ich gehe mal hoch. Im Studio ist jetzt keiner mehr. Da vorne seht ihr auch noch, es wird viel diskutiert. Hier wird viel diskutiert. Es geht einfach um diese Produkte, was morgen gemacht wird, wie es gemacht wird. Und ja, es wurde auch Grills rausgenommen. Ich will jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Aber viele Leute haben gedacht, sie dürfen mit etwas grillen. Aber es wurde nicht zugelassen. Da haben sich ein paar Teams aufgeregt. Und ja, heiße Diskussion. Also das war jetzt mal das Teammeeting am Freitagabend. Für morgen fängt sie an. Nur mal kurz zur Info, ich habe ja, ihr habt ja gesehen, ich habe ja ein bisschen gefilmt auch während dem Team-Meeting. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns morgen Samstag früh 8 Uhr wieder.